Hallöchen Leute und willkommen zurück zum Motorsport Manager in der GP2-Klasse. Geht es nun ins dritte Rennen hier in Doha, Katar. Jo, wir haben letztes Mal einen ganz guten Einstieg in die GP2 erlebt. Nicht mit dem ersten, aber mit dem zweiten Rennen. Im ersten haben wir 4 Punkte, glaube ich, geholt und im zweiten gab es sogar einen Rennsieg, überraschenderweise. Und jetzt müssen wir uns in der Wüste beweisen quasi. Wobei, wir sind ja auch schön am Wasser. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein See, ein Meer ist oder whatever. Wir sind am Wasser, sagen wir es mal so. Und letztes Mal hat sich gezeigt, zum einen Liao hat einen sehr viel höheren Reifenabrieb als Lara. Und deswegen muss ich da definitiv nochmal schauen, dass ich bei ihm eine etwas konservativere Strategie nehme. Und ihn quasi so ein bisschen in die Richtung treibe, dass er halt mehr Stops tendenziell macht. Wir sehen es hier, 9 bis 11 Runden, bei ihm 7 bis 9 oder 8 bis 10 wenigstens, 7 bis 9. Das ist schon ein gravierender Unterschied und ich glaube, wenn man das sich mal anschaut, das hängt mit der Geschmeidigkeit zusammen. Ist ein bisschen doof, wenn ein Nachwuchspilot oder Pilotin schon 20 bei einem Wert hat, denn dann kann sie sich ja nicht steigern. Schade, dass dieser Verbesserungswert nicht auf die anderen übergeht, auf Kurvenverhalten und so weiter und so fort. Und wie komme ich jetzt auf den anderen Piloten? Genau, hier Geschmeidigkeit 6. Also im Moment hat Liao noch nicht so einen krass guten Wert, was die Geschmeidigkeit angeht und demnach auch einen sehr viel höheren Reifenabrieb. Ich habe wieder einige Comments reinbekommen, möchte auch ankündigen, dass ich eventuell, ich schau mal, wie es aussieht, im Moment bin ich noch nicht voll bei Kräften, hüte immer wieder das Bett. Aber ansonsten möchte ich ein bisschen auch im Voraus aufnehmen, was das Format angeht. Werde deswegen vielleicht bald nicht mehr so zentral auf die Kommentare eingehen können. Werde aber immer den Second Screen parat haben und werde dann immer, je nachdem, wie es dann ausschaut, irgendwie, keine Ahnung, dann werde ich von 3-4 Folgen die Kommentare zusammensammeln und werde die dann dementsprechend beantworten und werde auf die eingehen können. Ja, aber für dieses Mal, da kann ich auf die Kommentare vom letzten Mal eingehen und da hat Yannis K. unter anderem geschrieben, dass Charles, und ich will den Nachnamen jetzt nicht aussprechen, weil anscheinend spreche ich ihn falsch aus, dass er nicht Leclerc, sondern Leclerc ausgesprochen wird. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, vertraue ihm da aber mal in der Frage, ich habe nur einmal gehört, dass es hieß, okay, es heißt nicht Leclerc, sondern, oder Leclerc, sondern Leclerc. Also das C ist silent, sozusagen, wenn man es Django-mäßig sagen möchte. Ui, da ist jemand auf Mediums über eine Sekunde schneller gefahren. Und bis jetzt gab es fast nur Lob. Lara meinte, ja, das passt vom Abtrieb her noch nicht ganz, da brauchen wir mehr, aber ansonsten gab es nur Lob. Ja, also ich werde mal schauen, wie der richtig ausgesprochen wird. Ansonsten Leclerc ist dann die neue Aussprache anscheinend. Oder, also die ich neu kennengelernt habe, sagen wir es so. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich werde es wahrscheinlich wieder falsch sagen, aber werde versuchen, mich dran zu halten. So, hier zeigt sich wieder, dass man mit ein bisschen zusätzlichem Sprit fahren kann. Das ist ja immer so eine Sache. Damit sparst du dir einen ordentlichen Sprit an und außerdem kann man hier konservativ mit den Reifen umgehen und kann damit eventuell eine bessere Reifenstrategie im Rennen holen. Ja, ansonsten Geronk, der ursprünglich der Typ hieß, aber anscheinend wurde das durch seinen Bruder geändert. Der hat geschrieben, lustig, dass Haas F1-Team immer noch Haas F1-Team heißt. Ja, geile Sache, ne? In der GP2 unterwegs, trotzdem Haas F1. Sind die überhaupt noch in der GP2 oder schon in der GP3 runter? Und die GP2, das habe ich auch später bekommen, den Kommentar, beziehungsweise ist er weiter unten gelistet, er war recht am Anfang da, heißt mittlerweile Formel 2. Finde ich, passt auch nicht so und, ja, keine Ahnung, heißt aber jetzt halt so. Gut, ansonsten fällt mir gerade auf, dass wir definitiv nochmal auf Stufe 3 kommen könnten. Sprittechnisch kann ich so viel verbrauchen, wie ich will. 8 Runden kriegen wir hier nicht hin. Fast 2 Minuten geht eine Runde.
Na, kommt schon, Stufe 3. Bitte, bitte, bitte. So, Thilo Schumacher hat geschrieben, dass man riskante Teile bauen soll zum Ende der Saison, damit man quasi die Werte für die nächste Saison übernimmt. Jo, das wusste ich zwar schon, aber für alle, die es nicht wussten, ist es eine wichtige Information jetzt. Wenn ihr Risikolevel auf euren Teilen habt und ihr übernehmt sie am Ende der Saison, ihr müsst sie ganz wichtig ans Auto installieren nach dem letzten Rennen, dann wird für die nächste Saison das Risikolevel nicht übernommen, aber die Werte werden übernommen. Heißt, ihr kriegt immer wieder ein paar Bonus-Statuswerte dafür. Dafür, dass es auch ein Risikolevel hat, dass ihr disqualifiziert werden könntet. Aber für die nächste Saison, wie gesagt, wird nur dieser Bonuswert mitgenommen. Jo, coole Sache. Also Liao ist im Moment sehr stark, was das Setup angeht. Ich muss mal schauen. Ich kann hier allerhöchstens zwei Runs machen. Das wird nicht so easy. Setup sieht im Moment okay aus. Ja. Nicht unbedingt stark, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So, vielleicht mal antesten. So, und die beiden fahren eine Runde und dann kommen sie wieder rein. Was anderes steht nicht zur Debatte und ich werde mal die Medium-Reifen dafür verwenden. Warum denn nicht? Warum nicht Medium-Reifen direkt mal? So, haben wir auch nochmal einen Kommentar bekommen. Da werde ich auch nochmal gleich drauf eingehen, warum ich hier im Training auch die Softs benutze oder die weichere Mischung. Beziehungsweise die, mit der ich auch im Rennen dann unterwegs sein werde. So, ansonsten Black Miles OFM, der mir schreibt, dass ich auf zu junge Talente setze und sie bis zu der WM-Tauglichkeit des Teams nicht ihr volles Potenzial erreichen werden. Ja, kann gut sein. Ich will aber auch so ein bisschen schauen, falls ein Team die Fahrer möchte, dass die dann auch eine Ablösesumme zahlen. Und wenn die Fahrer ein gutes Potenzial haben, ist es wahrscheinlicher, dass andere Teams die Fahrer haben wollen. Und dass ich demnach auch ein bisschen Kohle kriegen könnte für die. Demnach wollte ich das so ein bisschen da so hinbekommen. Gut, wir sind von schlecht auf gut. Ich vermute mal fast schon, dass ich noch mehr Abtrieb brauchen werde. Fahrverhalten, wissen wir auch, in welche Richtung es gehen soll. Okay, und ich glaube, hier können wir schon mal eine Runde fahren. Okay, das ist jetzt gut. Die Frage ist, hier ein bisschen weiter nochmal in Richtung mehr Abtrieb oder weniger. Oh, Moment mal, dann mache ich das mal auf Standard. Das feine Wort Standard ist ja auch sehr interessant. Das wird ja mit T und mit D geschrieben. Ich glaube aber, die beiden haben eine unterschiedliche Bedeutung. Standard mit D ist der Standard. Und Standard mit T ist meines Wissens einfach nur die Standart. Sachen, über die man sich eigentlich keine Gedanken macht, aber über die ich mir trotzdem Gedanken mache. Ich überlege nochmal ganz kurz. Okay, wir werden definitiv nur einen Run machen können. Wenn ich jetzt 2 Minuten für die Einführungsrunde brauche, bis sie wieder drin sind, sagen wir mal 2,5 inklusive Setup-Änderungen oder 5 Minuten höchstens. Ah, ich überlege gerade, ob wir hier nochmal einfach checken können, ob das Setup passt. Dann hätte ich auf Mediums zwar rausfahren können, aber mehr als einen Run kriege ich hier nicht hin. Und Porsche 1510 fragt, ob man das Spiel zum Kaufen empfehlen könnte. Also, ja, wenn du beim Manager-Spielen Spaß hast und wenn du Motorsport magst, definitiv. Also, dann kannst du es dir mal zumindest anschauen. Ich spreche immer ungern Kaufempfehlung aus, weil, ja, vielleicht ist jemand doch unzufrieden dann damit. Aber grundsätzlich spricht eigentlich echt nicht viel gegen das Game. Das ist halt cool gemacht. Hat natürlich so seine Schwächen grundsätzlich, aber an sich ist es einfach wunderbar.
So, und die Geschwindigkeitsbalance hier minimal angepasst. Und jetzt kannst du auf eine schnelle Runde gehen, Liao. Okay, irgendwas habe ich komisch kalkuliert, weil ich habe sogar viel mehr Zeit. Ich könnte sogar noch eine Einführungsrunde fast fahren. Ne, 25 Sekunden Stop, mache ich lieber nicht. 31, 63, minus 2, 8. Und 23, 4. 21, 63, minus 2, 8. 23, 4, glaube ich. Und was hast du? Überall zufrieden, außer beim Abtrieb. Vielleicht ein bisschen weniger. Gut, dann warten wir noch, denn die Strecke wird ein bisschen besser. So, und die Frage von Manuel Münch, ob so verschiedene Mods auch mit der CD-Version des Spiels funktionieren. Definitiv. Die CD-Version ist eigentlich nichts anderes als ein Code, der in der Packung steckt, wenn es eine normale CD-Version ist. Also mittlerweile wird das halt so gemacht. Und die Spieldaten hast du nochmal auf der CD zwar, falls du langsames Internet hast, aber für gewöhnlich hast du dann eigentlich, ja, solltest du eigentlich keine Unterschiede haben bei den verschiedenen Versionen. Und ich gehe davon aus, dass du, ja, ganz normal die Mods installieren wirst. Also da soll es keine Probleme geben. So, hier passe ich nochmal ein bisschen den Abtrieb an. Der war jetzt, stand jetzt großartig, aber ich gehe nochmal ein bisschen in die Richtung gut. Und Lara habe ich auch ein bisschen später rausgeschickt, weil bei Liao wesentlich mehr Anpassungen vorgenommen werden mussten. So, und Franz Rong fragt auch, wie ist es denn möglich, bei einem Fahrer das volle Potenzial rauszuholen? Das entwickelt sich erst. Also im Moment hat der Fahrer, das ist wie bei FIFA hier, dass sich die Fahrer, Nachwuchspiloten und so über die Jahre hinweg entwickeln und irgendwann hast du dann einfach einen 5-Sterne-Piloten, wenn er 5-Sterne-Potenzial hat. So, überhitzt und gut und bei Liao sah es ein bisschen besser aus. Mal gucken. Liao sieht auch an dem Wochenende allgemein recht gut aus. Lara mit Verkehr. Oh, es kostet, glaube ich, sogar Zeit. 3/10 schneller als die bisherige Bestzeit. Liao 2/10 langsamer. Liao 8/10 langsamer. Lara, da hat sie immer noch fast 2/10 im Delta. Liao auf der 9. Und was macht Lara hier? Kommt gut durch die letzte Passage und das ist die Pole Position. Die GP3-Meisterin, die Nachfolgerin von Gomez, holt jetzt auch noch eine weitere Pole nach ihrem Rennsieg oder auch nicht. Jönstedt hier. Boah, die hat uns schon vor 2 Saisons super geärgert und jetzt wieder. Lara hat auch den besseren Frontflügel, aber 1,1 Sekunden, das dürfte der nicht so ausmachen. Gut, weiter geht's. So, ansonsten Gerard Michel Beckmann. Verdammt, jetzt hatte ich den Namen richtig ausgesprochen die letzten 2 Male und jetzt habe ich ihn falsch ausgesprochen. Sagt, dass man allgemein sich bessere Rennmechaniker holen sollte, dass das in allen Belangen halt einfach besser ist. So, 99% hier beim Setup und hier haben wir 98%. Nicht so viel schlechter. Ich habe da halt die minimale Anpassung getroffen, da sieht man es. Leicht nach rechts gewandert, das Ganze hier. Ja gut, ist doof gelaufen, aber ist halt so. Ah, hier kann man fast eine 1-Stop durch, ne? Soft und dann Mediums. Liao wird definitiv 2-Stop fahren, also... Wobei, der könnte 1-Stop Medium fahren, glaube ich. Ja, aber auch da wird es knapp. 9 bis 11 Runden, so viel hat Lara mit Softs jeweils. Und bei ihr will ich ja auch Soft-Medium fahren. So, Jönstedt hier startet ganz vorne. Ja, das GP3-Revival quasi, das ist interessant. Gasly auf der 9. So, Magnussen auf der 17. Eieieiei. K-Mac, in China sah der noch super gut aus.
und ein super Start von Lara hier. Geht direkt in Führung. Liao verbessert sich auch kurz auf die 13 jetzt. Und Lara ganz vorne. Bärenstark hier losgefahren direkt schon mal. Ja, vielleicht nochmal einen kleinen Vorsprung rausfahren, falls das möglich ist. 1,3 Sekunden mittlerweile der Abstand. Liao fällt zurück auf die 14. Und wieder auf der 13 jetzt. 1,6 Sekunden der Abstand jetzt. Aber Jönstedt hier pusht auch nicht ganz so stark. Das ist halt jetzt die erste Runde noch. 1,9. 2 Sekunden und ab jetzt können wir hier das Rennen verwalten. Einigermaßen. Und für die Langfristigkeit sollte man das auch tun. Und jetzt ist Jönstedt hier zum Beispiel ein bisschen mehr am Pushen und kommt minimal näher. Gelbe Flaggen im zweiten Sektor. Machetta ist da raus. Liao hat aber trotzdem eine Position verloren. Ich weiß jetzt nicht, wo Machetta war. Wahrscheinlich irgendwo zwischen Magnussen und Liao. So, ansonsten die vorne, die fahren sich jetzt die Reifen schon ein bisschen mehr kaputt als Lara. Lara mit der besten Aussicht, hier langfristig die beste Reifenstrategie zu haben. Und bei Liao, da kann ich sogar eigentlich fast mehr pushen. Denn da ist eine 2-Stop Soft, Soft, Soft angesagt. Also dreimal Soft, 13. Platz jetzt. Und Lara muss sich verteidigen gegen Jönstedt hier. Jönstedt hier wird jetzt ihrerseits attackiert. So, ein bisschen mehr pushen können wir da tatsächlich. ...1,4 Sekunden jetzt der Abstand, 1,5. Morgen kommt übrigens auch, glaube ich, die nächste Staffel von Better Call Saul. Darauf freue ich mich mega. Und ein frisches Let's Play. Also jetzt, wenn ihr das guckt, das Video, dann ist es jetzt schon draußen. Und ein weiteres Let's Play mit Yo-Kai Lei-Li. Warum ich mich auch mega freue. Bin ja ein riesen Jump'n'Run-Fan. Könnt ihr auch mal einen Blick reinwerfen, wenn ihr mögt. Würde mich sehr freuen. Ja, der Abstand ist eigentlich recht gleichbleibend. So, okay, Liao, ich schicke den jetzt schon an die Box, Runde 5. Kleiner Undercut-Versuch hier, aber auch, weil ich hier ein bisschen zu stark gepusht haben könnte am Anfang. Und ich möchte ihn halt nicht unter 25% jagen und jetzt hat er halt noch freie Fahrt, wenn er rauskommt. Ha, sogar noch als 17. So, und bei Lara, da müssen die Reifen 8 Runden oder so halten. Sie hat die ja jetzt schon besser gemanagt, ja, das ist das Ding. Sie ist in Führung, sie kann die Reifen einfach gut haushalten dann auch. Muss nur so schnell fahren, wie sie muss. Was doof klingt, es ist aber so. Und Liao wird unter Druck gesetzt von Döste. Es ist im Moment der 14. Platz. Lara, 1,2 Sekunden. Jetzt wird der Abstand sogar nochmal größer. Und jetzt zeigen sich die abgeriebenen Reifen aller anderen. Ja. 1,6, 1,7, 1,8. Na, jetzt... Achso, das ist wahrscheinlich die Boxeneinfahrt gewesen. Oder? Wie sind die da nochmal so deutlich näher gekommen? Keine Ahnung. Ich muss irgendwie Liao hier gut durchbekommen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekommen soll, dass der da nochmal deutlich nach vorne kommt. Oh mein Gott, und jetzt habe ich vergessen, Lara an die Box zu holen. Oh mein Gott, bitte nicht.
Okay, 9 Runden, da fährt sie jetzt definitiv. Sie fährt definitiv so weiter. Und ich werde komplett die Reifen erstmal schonen. Das muss ich machen, damit sie möglichst weit vorne wieder rauskommt. So, jetzt. Teilt mir was Gutes mit. Oh, die fällt da schon ein bisschen zurück. Hoffentlich gegen Leute, die dann 2 Stops einlegen werden. 4. Platz im Moment. Aber Frau Jönstedt hier, die eventuell durchfahren wird. Und Kranz überholt. Krasse Sache. So, komm schon, Liao. So, 5 Runden haben die Reifen schon auf dem Buckel. Irgendwie müssen wir es hinbekommen, dass sie 6 hinbekommen, die Reifen. Und mit dem letzten Satz, das wird dann die große Herausforderung. Da müssen wir 7 Runden durchhalten. Und Lara kann das Ganze tatsächlich sehr entspannt angehen. Okay, kommt auf der 17 wieder raus, der gute Liao. Und Kranz hinter uns wird jetzt an die Box fahren. Nach vorne brauchen wir eh nicht großartig zu attackieren. Die werden eventuell auch nochmal an die Box gehen, alle. Und mit Lara heißt es dann einfach nur eine Runde nochmal voll pushen, damit sie hier nochmal deutlich eine Bestzeit fährt. Und hier sind 3 Leute unmittelbar vor ihm, die an die Box kommen werden. So, er überholt schon aus eigener Kraft oder wird er überholt? Er wird überholt, oder wie? Ist jetzt 14. Ja, ich darf auch nicht zu sehr auf die Reifen gehen, ne? Mit dem guten Liao. Das ist das Problem. Und hier vorne könnte Scott überlegen, durchzufahren. Also auch hier, ich darf mich nicht zu sehr versichern lassen. Liao wird hier von Markelov überholt. Das darf doch nicht wahr sein, ne? Also, die Teamkollegin ist hier im Kampf um den Sieg. Und der Dude ist einfach so weit hinten, ne? Kommt der Erstplatzierte auch rein? Kommt auch rein, okay. Dann beginnen wir jetzt mal den Anlauf für die schnellste Rennrunde. Und Liao, 13. immer noch. Mensch, das muss doch langsam was werden. Komm schon, push durch. Gasly wird da nochmal an die Box kommen. Aber beim Rest, da bin ich mir sicher, die werden durchfahren. So, am Ende holt sie doch nochmal die schnellste Rennrunde, nachdem ich ein bisschen gezweifelt hatte. Bei den vorigen Umläufen. Und Scott unterbietet die Zeit, das darf doch nicht wahr sein. 0,4 Sekunden nochmal schneller. Er ist auf komplett frischen Reifen. Und Liao, 12. Ich habe mich schon gewundert, da war jemand an der Box. Wenn das keine Positionsverbesserung gewesen wäre, das wäre schon traurig. Komm schon, Mate. 2 Autos hast du innerhalb von nicht mal 3 oder nicht mal 2,5 Sekunden. Das kriegst du doch noch hin, Mate. Die eigentliche Herausforderung, nicht Lara irgendwie in ihrem
Unterfangen zu unterstützen, dass sie Rennsiege holt, sondern Liao hier irgendwie durchzupushen. Denn Lara hat wieder eine mega gute Strategie. Diese Geschmeidigkeit, die sie an den Tag legt, die ist aber auch wahres Gold für diese Rennserie. 11. Platz jetzt für Liao. Und 2 Leute auf Mediums sind jetzt vor ihm. 1,2 Sekunden der Abstand. Geht da noch was? Für die letzte Runde. Er hat schon komplett abgenudelte Reifen. Die sind komplett durch. Aber jetzt muss er da auch ein bisschen trotzdem noch von sich aus was machen. Ich bin ein Genie am Lenkrad, hören wir hier. Ja, das muss ich ihr lassen, auch wenn mir so viel Eigenlob nicht unbedingt schmeckt. Aber wenn man den Sieg holt, während der Teamkollege nicht mal in die Punkte kommt, dann hat man meinen vollsten Respekt. Leider nicht die schnellste Runde, aber Lara ist ja einfach mega gut unterwegs. Mit ihr haben wir einen riesen Glücksgriff gelandet und irgendjemand hat sie empfohlen. Danke nochmal dafür. So, eine kurze Nachricht auch von Leo Brusa, der schreibt, er habe in der App das Nachwuchsprogramm. Ob es das auch im Spiel gibt am PC? Leider nicht. Wäre so eine Sache, die man tatsächlich hätte einbauen können, weil, ja, muss einfach nur Geld ausgeben und wenn du dann irgendwann bessere Fahrer kriegst, wäre schon cool. So, Lara jetzt mit deutlichem Abstand auf 1, nicht nur knapp. Und Jordan damit auch in der Gesamtwertung auf 1. Ich muss aber sagen, ich freue mich auf den Aufstieg in die Formel 1, falls der jetzt schon kommen sollte, nach der ersten Saison in der GP2, denn dann haben wir es auch richtig schwer, dann haben wir auch eine riesen Herausforderung und da haben wir das, was einige Leute ja, bei dem Format kritisieren, was einigen Leuten hierbei fehlt. Liao ist auch geil. Fahrermoral 100% plus 4%. Warum? War nichts für ungut, aber das war ein Rennen, das war nicht gut. Das war absolut nicht gut. Und ich überlege nach dieser Saison, ob man ihn nochmal drin behalten sollte. Also nach so einem Rennen, ja, also da wäre fast schon eigentlich eine Kündigung im Moment das Beste, denke ich mal. Damit man hier einen Fahrer holt, der deutlich besser punkten kann. Aber gibt es jemanden? Harry Webb wäre so jemand. Mit dem könnte man auch in der Formel 1 noch was anfangen. Max Schmidt wäre auch eine mögliche Option. Romain Grosjean ist jetzt in der GP3 unterwegs. Aber ansonsten, ja, so viele bessere Fahrer gibt es da eigentlich kaum. Kevin Magnussen. Ist leider nicht interessiert. Fährt lieber für die Russian Time. Interview für Marsa. Ich lehne einfach mal deswegen ab, weil wahrscheinlich sowieso auf den Liao eingedroschen wird. Da wird niemand fragen, oh, wie hat es denn die gute Lara geschafft, so schnell zu sein an diesem Wochenende? Da wird einfach jeder fragen, ja, was war denn mit Dingens los, ne? So, ich ziehe mal die Entwicklung vom originalen Teil hier ab. Und ab jetzt wird auch das gute Teil hier weiterentwickelt. Denn jetzt passt eigentlich hier, ne, die durchschnittliche. Moment, ich ziehe die Entwicklung vom durchschnittlichen ab. Oder whatever. Was auch immer ich gesagt haben mag. Denn jetzt kann ich das hier verwenden von der reinen Zuverlässigkeit her. Genau wie das Teil. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, das Teil irgendwie an den Start zu kriegen. Von der Zuverlässigkeit, weil, ja, hier kann ich ab jetzt die Leistung steigern. Da passt die Zuverlässigkeit, denke ich mal. Und die nächste Aufhängung ist just fertig. Gut, das könnte man natürlich auch nochmal verbessern. So, ab jetzt die beiden, was die Dingens angeht, Zuverlässigkeit angeht und die beiden, was die Performance betrifft. So, genau, Matt Wurst, die hat das geschrieben. Dass man weniger weiche Reifen hat, wenn man ja, im Training dann welche verwendet. Ob das gut sei oder dass es nicht gut sei. Wie gesagt, man muss die Erfahrungswerte mitnehmen. Weil wenn du auf weichen Reifen im Training fährst, dann hast du Boni fürs Rennen auch dann damit. Und fürs Qualifying natürlich auch. Deswegen ist es immer so ein leichter Kompromiss. Man muss immer wieder aufpassen, dass man die Reifen nicht zu sehr, ja, sich nicht auf zu viele Reifen ausdehnt, sondern vielleicht 2 Sätze maximal strapaziert.
Ich finde das Layout sehr interessant. Was ist das Ding eigentlich hier? Ach so, und genau, ein weiterer Tipp. Da werde ich gleich auf einen Kommentar kommen, aber dickes Geld für nächstes Jahr ansparen. Danke auch dafür den Tipp. Zusätzliche Gelder anfordern. Ach komm, kann ich trotzdem mal anfragen. Bei FIFA kannst du es, glaube ich, so machen, bei FIFA 17 zumindest, dass du dann ein neues Ziel für die Saison angeben kannst. Und wenn du dann sagst, ey, ich korrigiere, ich will nicht mehr 9. oder besser werden, sondern jetzt 3. oder besser zum Beispiel, und will stattdessen 20 Millionen anfragen, dann ist es möglich. Ja, ohne dass er unzufriedener wird, weil in dem Fall ist er jetzt unzufrieden, aber... Ach verdammt, ich habe nicht die neuen Teile ausgewählt, ne? Ich glaube nicht. Wobei, ich dürfte... Moment, da lade ich einfach nochmal kurz neu. Ja, das ist mir echt jetzt so doof. Da lade ich tatsächlich nochmal kurz den letzten Spielstand neu. Nee, aber in FIFA ist es halt echt cool, weil... Ja, der Vorstandsvorsitzende oder der Vorsitzende ist dann nicht großartig unzufrieden, weil du setzt halt jetzt neue Ziele. Ja, du hattest bis jetzt Ziel 9. Und jetzt hast du das Ziel, Moment, ich schau mal, das ist 4 Minuten in der Vergangenheit, okay. Mal gucken. Ansonsten, ja, du hast halt jetzt ein neues Ziel und das finde ich halt, ist besser gelöst. Gibt uns Zeit, um auf ein paar weitere Kommentare einzugehen. Tief fragt übrigens, erstmal super, wie ich auf die Kommentare eingehe, danke. Und ob ich mich auch für andere Sport, Motorsport-Serien hypen kann. Und ja, ich schaue vereinzelt immer wieder bei anderen Rennserien vorbei, finde da einige sehr cool, aber grundsätzlich Formel 1 ist schon so das, was bei mir ganz oben steht. Also auch MotoGP und so finde ich alles ganz cool, schaue ich hin und wieder mal rein, bin da aber weit davon entfernt, mich irgendwie im Ansatz auch nur als Experten da einschätzen zu können. Und deswegen, ja, Formel 1 ist so der Weg, den ich... bestreite, beziehungsweise der Weg, den ich begleite. Es wäre geil, wenn ich ihn beschreiten könnte. Also wenn ich jetzt irgendwann in die Formel 1 käme, das wäre der Hammer. Ja, aber träum weiter, Dave. Kann ich da nur sagen. Wobei, wenn ich es mir so überlege, das Teil ist eigentlich sogar noch besser, wenn man sich das hier raussucht fürs kommende Rennwochenende. Was habe ich denn jetzt alles installiert? Die gute Aufhängung hatte ich schon installiert. Na gut, ich wollte es nur noch mal nachchecken. Keine Ahnung, was da los ist. Irgendwie werden wir es schon richtig hinbekommen. Ich habe da ein gutes Gefühl bei der Sache. Ja, und eine andere Sportart, weil auch das gefragt wurde. Übrigens, hier haben sich jetzt ein bisschen die Ergebnisse verändert. Egal, braucht uns nicht zu interessieren. Ja, eine andere Sportart gibt es da tatsächlich auch nicht. Ich bin aber immer wieder sehr, sehr gehypt für die WM, weil ich zwar grundsätzlich weniger Fußball schaue, so Bundesliga-technisch oder so, allerdings bin ich immer für die WM sehr gehypt, weil ich die Nationalmannschaft cool finde. Ja, mir macht es sehr viel Spaß, der zuzuschauen. Und ich war eine lange Zeit... Fan vom brasilianischen Fußball und so, und das war so um die, ja, 2000er Jahre rum, so kurz nach 2000 und so, als die deutsche Nationalmannschaft halt echt nicht gut war. Und ja, 2002 im Finale, ich weiß, aber dann 2004 zum Beispiel wurde ein absoluter Tiefpunkt erreicht. Und ja, in der Zwischenzeit fand ich halt Brasilien sehr krass. Aber dann irgendwann ist mir aufgefallen, ey, die Jungs sind halt echt krass, ne? Also keine Ahnung, auch 2010 zum Beispiel, da erinnere ich mich, da war ich irgendwie, teilweise haben wir Chemie ausfallen lassen, haben massenweise Entschuldigungen geschrieben und der Chemielehrer, ich glaube, den hat es auch einfach irgendwann nicht interessiert, der hat uns einfach da gehen lassen. Und wir sind einfach immer zum Public Viewing und haben dann, ja, die Spiele geguckt und ganz ehrlich, ich glaube, 4-1 gegen England, wobei ein Abseitstor von England, also ein Tor von England als Abseitstor gezählt wurde, was aber kein Abseits war, glaube ich. Also 4-2 sogar, selbst wenn es so ausgegangen wäre. Und ich glaube, ein 4-0 gegen Argentinien war 2010 auch noch drin. Ich schaue gleich nochmal nach. Und auch sonst, also keine Ahnung, 7-1 gegen Brasilien, wobei das auch nochmal nach so einem Gentleman's Agreement war, wo man sich entschieden hat, okay,
wir machen jetzt weniger Druck, so von Deutschlandseiten aus und so. Also, das war schon krass, wie wir da abgegangen sind. Und da gibt es immer wieder so Spiele. Aber ich frage mich dann, was dann so Tagen wie gegen Frankreich im Viertelfinale, Halbfinale, glaube ich, war es, was da los ist. Ja, weil, keine Ahnung. Bis dahin haben die Jungs sich mega gut präsentiert und dann plötzlich war irgendwie der Wurm drin. So, längere Getriebeübersetzung bei Liao. Und auch bei Lara. So, ein Leon 1908 hat gefragt, was ich studiere. Anscheinend habe ich das im Video zwar beantwortet, aber ja, ich studiere VWL, kann ich einfach nochmal beantworten. Und er hat auch darauf verwiesen, wie krass sich Liao nach jedem Rennen entwickelt. Da muss ich mal drauf achten gleich, wie viele Prozent er dazu kriegt. Okay, zu viel Abtrieb haben wir bei Lara. Noah ZHSK schreibt, bei mir hat auch mal eine Fahrerin außen 5 Autos überholt. Ja, das ist immer wieder hart, wie die Fahrer hier teilweise abgehen können. So, Moment, das Fahrverhalten ist zu weich. Was genau bedeutet das jetzt? Soll ich die Federung härter machen? Ich verstehe das Spiel an solchen Punkten nicht. So, und ich will Hauptsache noch Stufe 3 erreichen und dann können wir in die Box gehen. Dark Sören fragt, wie lange soll die Jordan-Story gehen? Ich denke mal, das ultimative Ziel wäre, den Fahrertitel und den KWM-Titel zu holen. Ich glaube, wenn man beides einmal geschafft hat, das muss auch nicht unbedingt in jedem Jahr sein, also im selben Jahr meine ich, aber wenn man beides mal geschafft hat, da hat man eigentlich alles gesehen und ich glaube, ab dem Punkt wäre es dann auch langweilig, so ein Team dann zu managen, weil ganz im Ernst, dann haben wir halt schon quasi alles, was wir erreichen konnten und ja, also theoretisch bis zum ersten Titel und dann kann ich mir auch die Saves wie immer abspeichern und dann können wir nochmal irgendwann, ach du liebes bisschen, wenn wir denn uns dann entscheiden, nochmal hier weiterzumachen, können wir dann auch nochmal irgendwann hier wieder ansetzen. Und meine Güte, finde ich aber gut, dass die bei gutem Abtrieb trotzdem noch die Kritik äußern. Boah, also in so einem Fall würde ich mir auch fast wünschen, dass die Jungs sagen, ey, und Jungs und Mädels, dass sie sagen, ey, Dude, das Auto ist komplett kacke. 54%, das ist ja kein Zustand. Ja, und wenn wir dann den Titel holen, oder die Titel, dann würde ich mich auf eine GT-Saison einlassen und dann vielleicht sogar komplett mal ohne Mod. Oder die Ice-Mod. Mal gucken. Die Ice-Mod ist ja ziemlich, ziemlich cool, aber ja, grundsätzlich, auch bei der Mod zum Beispiel, gefällt mir nicht, dass da jetzt wieder Asia Pacific Cup steht, statt GP2 oder Formel 2. Und ich hoffe, dass die beiden jetzt nochmal irgendwie schnell rauskommen werden, damit die wenigstens die Runde fahren, bevor der Letzte seine Runde zu Ende fährt und die Session vorbei ist. Ich möchte nochmal euer Wissen haben, Leute. Beziehungsweise eure Einschätzung zum Setup. So, Luis Gomez schreibt, dass er das Spiel vor ein paar Tagen gekauft hat, aber jetzt nicht mehr reinkommt. Vielleicht hat er noch eine externe Mod drin. Das könnte sein. Und Peter Port hat korrekterweise geschrieben, lass es mal bei Steam auf Fehler überprüfen. Eventuell findet Steam da was und korrigiert das. Einfach nur in der Spielbibliothek Rechtsklick drauf machen aufs Spiel. Dann auf Eigenschaften oder Einstellungen. Oben auf lokale Daten oder Dateien. Und dann auch Fehler überprüfen lassen. Und dann dürfte Steam hoffentlich was finden. Weil das wäre die leichteste Fehlerüberprüfung und Fehlerkorrektur. Noah B. hat geschrieben, hol dir doch Jordan King.
Würde perfekt passen eigentlich, ja. Muss ich mir auch vielleicht langfristig überlegen, falls Liao sich nicht bessert. Potenzial hin oder her. So, von schlecht auf gut, da ist der Sprung wahrscheinlich zu groß gewesen beim Abtrieb. Okay, wir sind deutlich weiter entfernt von schlecht als von gut. Wenn wir die Mitte nehmen, sehr schön. So, und ich fahre erstmal direkt auf Mediums raus. Gut, das ist jetzt natürlich ein offenes... nicht ein offenes Buch, sondern das ist erstmal ein Riesenfragenkatalog für mich zumindest. Zu erfahren, okay, was soll ich denn jetzt hier machen? Erstmal so ganz grob schauen. Ach, du fährst nochmal auf Mediums raus. Let's go. So, genau. Das hat auch Thilo Schumacher geschrieben, dass ich das Budget hochstellen soll. Auch da danke für den Hinweis. Grundsätzlich muss man das gar nicht so hoch stellen, das ist aber einfach nur als Hilfe gedacht, falls man das vergisst und zu viel Geld ausgibt im Laufe der Saison, weil die Kohle kriegst du ja trotzdem irgendwie am Ende des Jahres ausgeschüttet. Das zeigt einfach nur dann, wie finanziell flexibel du bist im Laufe der Saison. Und das ist nicht ganz so gut. Das ist nicht ganz so gut, weil die Geschwindigkeitsbalance jetzt nicht mehr passt. Liegt daran, dass ich auch am Heckflügel was geändert habe. Mag ich nicht. So, vielleicht nochmal probieren. Zwar kurz gerechnet, rund 5 Minuten oder sagen wir mal fast 6 Minuten könnte man brauchen für einen Run. Auf welchen Reifen habe ich ihn jetzt rausgeschickt? Egal. Oder sie. Ach, das ist Dingens gewesen. Lara, ne? Ja, das, dadurch, dass die beiden Namen auch noch mit L anfangen, ist es total... Ah, schwierig. So, hier passt der Abtrieb, finde ich gut, denn da muss man halt nie was ändern. Hier sieht es immer noch gut aus, was die Geschwindigkeitsbalance angeht. Das mag ich nicht. So. Komm schon, jetzt irgendwas Cooles nochmal sagen. Ja, bei dir mache ich den Fehler jetzt nicht. Da probiere ich direkt einen Run zu fahren. Genau, Leo Bruser hat auch geschrieben, es heißt mittlerweile Formel 2 leider und nicht mehr GP2, was für ihn persönlich ein schönerer Name ist. Und auch ich muss sagen, GP2 klingt halt ein bisschen schöner, aber wahrscheinlich hat man sich gedacht, okay... Es klingt halt komisch, wenn die Formel 1 Formel 1 ist und die Nachwuchsserie heißt nicht Formel 2, sondern GP2. Und deswegen hat man sich wahrscheinlich gedacht, okay, wäre besser, vor allem marketingtechnisch und sowas. Oh, cool, perfekt, obwohl ich da zwischendurch einen kleinen Fehler gemacht habe. Dass man da einfach, ja, den Namen wieder umändert und guckt, dass das jetzt so die unmittelbare Nachwuchsserie ist. Meine Güte, und ich verschlechter das Setup jetzt gerade wieder. So, mal von dem Setup ausgehend. Ich ziehe da jetzt ein bisschen Heckflügel raus. Noch ein Stück. Und hoffe, das passt jetzt alles. Oh je. Jetzt müsste ich nur noch mal gucken. Okay, 15,4. So eine Sache fehlt mir auch, dass man hier das Setup mal abspeichert. 26,3, 81, 69, 18, 6. Okay, ich werde es irgendwie hinbekommen, hoffentlich.
Liao schon mal mit einer ganz guten ersten Zeit. Auch die zweite Zwischenzeit sieht sauber aus. 8000stel nur noch. Viereinhalb Zehntel verliert er in einem Sektor. Warum? Ich begreife das nicht. So, 3 Minuten vor Schluss schicken wir nochmal Lara raus. Okay, irgendwas habe ich hier falsch gemacht, glaube ich. Okay, ich glaube, so passt das wieder. Auf geht's. Wenn das jetzt eine gute Zeit wird, dann bin ich happy. Ich hoffe, ich habe die richtigen Reifen angewählt. Liao kann eigentlich auch direkt wieder raus. Oh, da habe ich Fehler gemacht. Eieiei. Ja gut, aber wenn hier beides gut ist, gehe ich schon davon aus, dass irgendwo dazwischen was Besseres ist. Okay, das könnte so gut aussehen. Let's do it. Na kommt schon, schickt ihn raus. Ja, geht auch. So, auch Meyer Moritz ist dank mir Motorsport und Motorsport Manager begeistert und Formel 1. Ne, Motorsport Manager hat er explizit nicht geschrieben, das habe ich dazu gedichtet aus Versehen. Überhitzt und perfekt. Wahrscheinlich auch hier. Überhitzt und gut. Kranz, 3000stel hinter Giotto. Lara, 70000stel in dem ersten Sektor. Ja, da gab es Setup-Änderungen. Vielleicht verschiebt sich das jetzt. Vielleicht ist er im letzten Sektor jetzt besser unterwegs. Lara eine Zehntel nach dem zweiten. Ja, fehlen 3,5 Zehntel. Die Strecke ist doch besser geworden. 3 Zehntel insgesamt. Und bei Liao wird es keine Zeitenverbesserung. Ach du liebes bisschen. 14 und 17. Zurück auf den Boden der Tatsachen. Ja, schade. Sehr, sehr schade. Gut. Was soll man machen? Jens seid ihr auf der 11. Wo haben wir sonst noch Leute? Wer ist denn noch so konkurrenzfähig allgemein? Kevin Magnussen, ist der weit vorne? Keine Ahnung. Am Ende 97% mit dem Setup erreicht. Hier haben wir 96%. Also insgesamt nicht die beste Setup-Arbeit, die wir bis jetzt im Let's Play an den Tag legen konnten, aber... Na, es war schon nicht leicht. So, aber grundsätzlich, Liao fährt hier eine 2-Stop, denke ich mal. Und Lara wird... Na, wobei, Liao... 8 bis 10 Runden, Moment. 6 bis 8 Runden. Also wenn er 6 und 9 Runden auf den Reifen durchhält, das wäre super. Ich starte auf Mediums. Im Notfall fahre ich zweimal Medium. Ganz ehrlich, ich glaube, eine 1-Stop könnte hier hilfreich sein. Oh, Kranz auf der 3 in der Gesamtwertung ist jetzt Zweiter. Scott, Zweiter in der Gesamtwertung, ist jetzt Dritter. Shaw ist jetzt Fünfte in der Gesamtwertung, Vierte. Also da sind schon einige, beziehungsweise die 3 der... 2 der...
zwei der vier schärfsten Verfolger unmittelbar hinter uns. Stimmt das? Irgendwie so. Nee, drei der vier schärfsten Verfolger sogar, wenn man hier Shaw mit reinnimmt. Genau. So rum. Ich wusste doch, dass da was nicht stimmt. Und Magnussen auf der 15. Irgendwo bei uns noch mittendrin. Sehr schön. Let's go. Liao, super hinten losgefahren. Oh, mich ärgert das KI-Verhalten, wenn vorne irgendjemand schlecht startet. Magnussen vorbei und wird wieder überholt. Boah, Lara, super Überholmanöver. An beiden Piloten vorbei, sowohl am Magnussen als auch an dem Auto weiter vorne. Und jetzt ist auch Liao da auf dem Vormarsch und der hat ja Mediums drauf. Und jetzt Liao neben Lara, die beiden Teamkollegen. Oh, das war knapp. Aber hier mit 3/10 Rückstand auf der 14 zu sein, es wird ein super enges Rennen, Leute. Am Ende könnte die Strategie hier entscheidend sein. Lara jetzt auf der 13. Und einige pushen noch, was ein bisschen die Reifen angeht. Hier bei Shaw oder Massilela. Und auch was den Motor betrifft, einige mehr sogar noch. Beiden Teamkollegen unmittelbar hintereinander. Boah, und jetzt Liao, der hat ein gutes Rennen heute und Lara ein schlechtes. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist mit dir los? Da fällt sie sogar auf die 19 zurück jetzt. Ja, und er fährt die Medium-Reifen härter an als Lara die Softs. Hatte aber auch gerade blockierende Reifen, aber trotzdem, es spielt halt alles mit rein, natürlich. Ansonsten Lara auf der 20, letztes Rennen noch gewonnen, in dieser Saison schon zwei Rennsiege geholt und jetzt ist sie 20. hier. Liao auf der 13, er könnte jetzt mal ein paar Punkte zum Teamkollegen, zur Teamkollegin gut machen. Jetzt gleichen sich die Reifenzustände auch so ein bisschen wieder an. Frage ist, wen holen wir nach 7 Runden rein, wen nach 8 Runden? Wegen der Reifensituation würde ich fast sagen, Lara als Erste. Rein von der Position her würde Liao natürlich als Erstes reinkommen sollen. Aber bei Lara gedenke ich da zweimal Soft zu fahren, aber ja, im Moment sollte sich Lara lieber darauf einstellen, hier 8 Runden zu fahren, weil Liao werde ich ein bisschen früher reinholen. Im Moment haut er auch ein bisschen mehr raus aus dem Auto. Und das ist nicht so deutlich, nicht so knapp, wie es das Qualifying impliziert hatte. Okay, Liao fährt hier jetzt gute Sektorzeiten. Ein kleines Revival erlebt er hier schon auf jeden Fall. Jetzt nochmal deutlich pushen hier in seiner letzten Runde in diesem Stint. Danach geht es wieder mit Mediums weiter. 7 Runden easy überstanden und 8 Runden werden dann auch kein Problem sein, hoffe ich mal. Wir haben jetzt 2 Runden auch mega gepusht. Die erste Runde und jetzt die hier noch. Jetzt können wir auch anfangen, mit Lara zu pushen. km/h in der GP2, klar. Warum nicht? Warum denn nicht? Ein bisschen nach den Sternen greifen. Boah, die holt direkt 2 Sekunden raus. Also vielleicht wäre hier eine 2-Stop, sogar soft mit der Strategie schneller. Bin gerade sehr irritiert, was das angeht.
Denn Laras Pace war plötzlich wieder viel schneller. Liao jetzt auf der 12. Und Lara auf der 16. Hat beiden ein bisschen gut getan, das mit dem Stoppen. Und Lara hat jetzt die frischsten Reifen aus dieser ganzen Truppe hier. Und Liao, der könnte hier jetzt gleich mal ein Überholmanöver starten. Gegen Jönstedt hier. Ferrucci in Führung, allerdings noch nicht an der Box gewesen. Das heißt, Giotto ist eigentlich in Führung. Vor Scott und Kranz, die beiden sind ja scharfe Verfolger hier von Lara. Und Liao, der kratzt immer noch ein bisschen an den Punkten. Masilela wird wahrscheinlich nochmal an die Box kommen und dann wäre er auf einem Punkterang. Lara ist jetzt schon 14. Kämpft sich langsam aber sicher nach vorne. Der erste Stint, in dem ich sie habe ein bisschen abreißen lassen, hat wohl geholfen. Denn jetzt hat sie Reserven, was Reifen angeht. Ein bisschen auch Spritreserven. Gut, die hatte auch Liao bis gerade eben. Boah, das war ganz, ganz knapp. Sie war doch kurz gefühlt neben der Strecke. So, und an für sich, sie hat jetzt schon immer noch mehr Reifen als Liao, obwohl der halt auf Mediums fährt. Der Verschleiß ist jetzt erstmal egal, Leute. Ihr pusht da jetzt alles raus aus dem Auto, was geht. Liao jetzt auf der 10, super. Jens dort hier in Reichweite. Hat aber eigentlich sogar die frischeren Reifen noch. So, Vorsicht, die Reifen nicht überstrapazieren. Mit der Benzinmenge aufpassen und es wurde am Ende nochmal sehr knapp zwischen Liao und Lara. Gar nicht übel, sagen beide. Ja gut, stimmt, wir sind eigentlich ein neues Team und deswegen auch über Plätze außerhalb den Punkten kann man sich einigermaßen freuen, wenn die trotzdem ganz okay waren. Ja, also P10 und 11 habe ich nicht erwartet nach dieser Startphase. Nach dem Qualifying dachte ich, okay, es könnte wie so die ersten GP3-Rennen aussehen, die wir hatten. Aber da ist das Feld sehr, sehr schnell auseinandergeschossen. Und jetzt, ja, hat sich das alles wieder so ein bisschen relativiert. Die beiden Teamkollegen waren ungefähr gleich schnell. Das hat mich sehr überrascht, da nochmal Lara mit einem Comeback zu sehen. Und die Anfangspace von Liao hat mich auch positiv überrascht und gefreut. Masilela holt hier, ja, zwar keine Punkte mehr. Ach stimmt, der hat den 10. Platz aufgegeben. Das ist auch eine interessante Sache. Oder nee, Moment, der war viel weiter vorne. Aber ich hätte hier einen 11. Platz aufgeben können oder einen 10. Und hätte stattdessen 2 Punkte holen können. Wäre auch eine Methode. Samuel Scott übernimmt die Führung und Hong Liao hinkt immer noch mit 3 Punkten hinterher. Wir sind zurück auf die 4. Ja, also ich glaube, wir sind jetzt von der 3 auf die 1 auf die 4. Das ist auf und ab im Moment. Ja, und wenn Leute jetzt meinen, nach dem ersten Rennen, ich bin mir sicher, da werden manche denken, ah, verdammt, jetzt gewinnst du auch hier alles, ist doch total lame. Ja, zweite Rennen gab es auch noch. Gut, die Moral geht hier stark runter. Ja, sie hat halt nach den 2 Rennen viel mehr erwartet. So, und jetzt schauen wir mal die Werte. Bremsen geht ein bisschen schneller hoch als bei Lara. Kurvenverhalten deutlich schneller. Geschmeidigkeit, da geht es bei Lara natürlich gar nicht mehr hoch. Bei ihm schon. Überholen, ein bisschen mehr als bei Lara, okay. Bei der Konstanz sind es etwa gleich. Anpassungsfähigkeit ist er besser. Fitness etwa gleich.
Feedback ebenfalls und bei der Konzentration auch. Aber ansonsten ist es cool. Also ist cool, wie sich das alles im Moment entwickelt. Und hier ist Stroll vor Hashimoto und Vettel ins Ziel gekommen. Die Mercedes einigermaßen gut unterwegs. Ja, hinter Red Bull die schärfsten Verfolger jetzt. Von den roten Bullen. Wahrscheinlich heißen die wegen des japanischen, deutschen, nicht deutschen, sondern roten Kreises einfach Red Bull. Deswegen halt. Weil der rote Kreis ist eigentlich ein Bulle, aber man hat es ausgemalt irgendwann. So, Spaß beiseite. Gut, dann schauen wir jetzt nochmal, was die kommenden Nachrichten sagen. Update zum Fahrzeugzustand. Liao ist auch ein bisschen sanfter mit dem Auto umgegangen insgesamt. Frag mich, warum das mit den Reifen nicht so klappt. So, Qualifying. Qualifying, so wichtig ist das Qualifying auch nicht. Ich bin mir sicher, dass es schlecht ist. Ja, gut. Ist halt aber wahr. Wenn du im Qualifying Dritter und Vierter wirst, aber trotzdem jedes Rennen mit einem Doppelsieg beenden kannst, ja, so what? Wen interessiert das Qualifying dann noch? Mal ganz im Ernst. So, und hier gehe ich mal nur auf die Leistungsverbesserung. Wollte ich auch gerade eigentlich vorschlagen, aber... Huch, was ist denn jetzt los? Liste voll? Gut, tagemäßig ändert sich hier gar nichts. Aber die Leistung wird jetzt erstmal bei den neuen Teilen besser. Wobei im Moment würde es eigentlich Sinn machen, die hier von der Zuverlässigkeit erstmal auf den aktuellen Stand zu bringen, ne? Damit ich die überhaupt mal nutzen kann. Aber das dauert halt auch ewig lang. Susan Matthews. Nachtanken 50% schneller, Fehlerchance von Boxenstops 15% geringer. Ja, dieser Bonus mit dem Dingens wäre ganz geil, mit dem Qualifying, dass man da plötzlich so einen super Überholmodus hat. Ansonsten, was so Reifenboni angeht, da ist es halt ideal, wenn man irgendwie Softs oder Supersofts oder so hat. Am besten Softs, weil die werden, glaube ich, am meisten benutzt. Bei manchen Strecken sind es halt die härteren Reifen dann, die Softs. Und bei manchen sind es die weicheren. So, Mechaniker kontaktieren, sie hat nämlich den Super-Überholmodus. 30 Monate Gehalt können wir mal... Sie hat ein bisschen Geduld, also 16.000. Sie hätte gerne Handgeld. Prämien sind ihr nicht sehr wichtig, deswegen bieten wir auch keine an. Stephanie Thomas, sehr weiche Reifen. Fehlerchance beim Boxenstops. Okay, ich muss nochmal nach Leuten schauen, die hier erstmal arbeitslos sind. Und ansonsten nach Rennserie gehen. Ach stimmt, ja, so ist es viel leichter. Ach, sie habe ich ja schon kontaktiert, stimmt. Amelia Vromm. Guter Name. Perfekt für Motorsport geeignet. GT Challenger Series, Grand Prix 2, European Racing Series. Er ist interessiert. Billy Evans. Gehalt ist ihm wichtig, Geduld hat er ein bisschen weniger, deswegen setzen wir schon mal bei 32.300 an. Er würde es gerne aufteilen, warum auch immer, aber ja, von mir aus. Er hätte aber gern dickes Handgeld. 40,5, Prämien sind ihm recht wichtig. Ja, Qualifying, da muss ich ein bisschen aufpassen. Sagen wir, die ersten zwei Startreihen, da kriegst du 36.000 und hier... Pro Rennsieg kriegst du halt 54.000. European Racing Series, da gibt es jetzt ein Rennen und wir gucken mal, wie das hier ausgegangen ist. Hosaki gewinnt vor Thomas und Grosjean. Grosjean ist jetzt mit 34 Punkten Vierter in der Klasse.
Ja, ansonsten Dembélé, so ein bekannter Name. Cavalcanti, sehr stark eigentlich. Eine sehr gute Fahrerin auch eigentlich. Die ich aber verärgert habe. Deswegen, da gibt es wahrscheinlich eher keine... Was haben wir hier? Beziehung zu Mechanikern. Findet euch damit ab. Es werden jetzt eh neue kommen. Sie zum Beispiel. Nimmt das Angebot an. Ja, finde ich cool. So, ab geht's. Sie kommt hier direkt rein. Vrom für Lara und der Kollege Billy Evans. Will neu verhandeln. Hubschrauber-Landeplatz wird hier empfohlen. Ja, eventuell ist sie nicht zufrieden im Moment. Oh, sagen wir mal 37.600. Und jetzt das Rennen von Kanada nochmal zwischendurch. Ricardo gewinnt vor Verstappen. Also im Moment ist Red Bull viel zu stark einfach nur. Das ist ja traurig. Das ist wirklich traurig, das so zu sehen in der Formel 1. So, werden wir Billy Evans bekommen oder nicht? Das ist eine Frage, die wir fürs nächste Rennen beantworten könnten. Für die nächste Folge beantworten werden. Und ja, im Moment müssen wir uns erstmal mit der Teilentwicklung beschäftigen. Da haben wir ja jetzt die beiden Aufhängungsteile. Da bin ich auch ein bisschen gefühlt eingerostet tatsächlich. Merkt man vielleicht. Gut, hier haben wir ein 2 Punkte besseres Teil, aber dafür ist die Zuverlässigkeit nicht ganz so gut. Deswegen behalte ich das aktuelle mal. Ansonsten... So, das könnte man hier tatsächlich nochmal für die nächste Saison jetzt schon mal entwickeln, für die Formel 1. Na, wobei das hier sogar noch besser ist als das, ne? Aber das ist besser als das, das oder das. Okay, gut, die drei Komponenten. 1,25 Millionen oder 1 Million kostet uns das. Gut, ich wusste nicht, ob die 250.000 schon inbegriffen sind. Sind sie schon. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns dann in Kanada, wo es erstmal Starkregen geben wird. Aber das Rennen soll heiter werden. Vielleicht auch vom Ergebnis her. Mal sehen. Also Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal beim Motorsport Manager. Macht's gut.